Hey, magst du Geschwindigkeit? Nun, China hat das weltweit größte Netz von Hochgeschwindigkeitszügen. Es erstreckt sich über 24.946 Kilometer im ganzen Land. Aber so beeindruckend das klingt, ich frag mich, warum sie ein Vermögen für den Bau eines so riesigen Hochgeschwindigkeitszugnetzes ausgeben, wenn es doch Flugzeuge gibt. Tja, das Folgende habe ich herausgefunden. Sagen wir, du musst von Peking nach Hongkong. Ich wette, das Erste, was dir einfällt, ist, warum nicht dein Flugzeug nehmen? Das ist der schnellste Weg dorthin. Aber bist du dir da sicher? Zuerst musst du zum Flughafen Peking kommen. Dann musst du dich an diesem riesigen Verkehrsknotenpunkt mit mehreren Terminals zurechtfinden. Und danach musst du, weil du frühzeitig am Flughafen sein musstest, noch etwas warten. Und erst dann... Nein, noch nicht. Es besteht die Möglichkeit, dass dein Flug sich verspätet. Ein weiteres Problem ist, dass der Luftraum in China unglaublich überlastet ist. Hinzu kommt ein ernsthafter Mangel an Landepositionen. Und was bekommst du? Richtig, lange, lästige Verspätungen. Wie auch immer, dein Flugzeug hebt schließlich ab. Yippie! Und in 3 Stunden und 40 Minuten bist du in Hongkong. Zum Feiern ist es aber noch zu früh. Du kommst an einem Flughafen auf einer Insel an. Also musst du noch einen Zug nehmen, um in die Stadt zu gelangen. Was ist jetzt mit den Hochgeschwindigkeitszügen? Erstens befinden sich die meisten Hauptbahnhöfe in der Innenstadt, sodass du sie bequem mit der U-Bahn erreichen kannst. Du musst vor dem Einsteigen keinen umfassenden Security-Check durchlaufen. Und selbst wenn es zu Verspätungen kommt, passiert das nicht allzu oft. Und sie sind viel kürzer als auf Flughäfen. Und dank der breiteren Sitze, der größeren Beinfreiheit und der Bewegungsfreiheit bieten moderne Hochgeschwindigkeitszüge ihren Passagieren deutlich mehr Komfort. Das Gleiche kann man über Flugzeuge nicht sagen, oder? Wenn du jetzt in Hongkong ankommst, bringt dich der Zug direkt zu Kowloon Station in der Innenstadt, was, sagen wir mal, überaus praktisch ist. Doch das Wichtigste ist der Preis. Für eine Flugreise Peking-Hongkong darfst du schon mal bis zu 500 Euro hinblättern. Die gleiche Reise mit dem Zug kostet dich deutlich weniger, rund 150 Euro. Was die Reisezeit betrifft, ist eine Zugfahrt 5 Stunden länger, das stimmt. Aber erinnere dich daran, dass die 3 Stunden und 40 Minuten von Peking nach Hongkong nur die Flugzeit sind. Wenn du die Verspätung, Sicherheitskontrolle und Fahrt zum Flughafen hinzufügst und die vom anderen Flughafen, du verstehst, was ich meine. Heutzutage nehmen fast alle chinesischen Reisenden Hochgeschwindigkeitszüge lieber als Flugzeuge mit, wenn sie weniger als 800 Kilometer zurücklegen müssen. Also etwa die Entfernung zwischen Hamburg und München. Während sich die Reisezeit nicht wesentlich unterscheidet, bedenkt man Security-Checks und Züge zum und vom Flughafen, ist die Zugfahrkarte in der Regel doppelt oder sogar dreimal günstiger. Um beispielsweise mit dem Flugzeug von Hongkong nach Changsha zu gelangen, benötigst du 3 Stunden und 35 Minuten und bis zu 330 Euro. Wenn du dich aber für den Hochgeschwindigkeitszug entscheidest, sparst du Zeit und Geld. Die Fahrt dauert nur 3 Stunden und 12 Minuten und kostet nur etwa 76 Euro. Aus diesem Grund müssen Fluggesellschaften die Dienste, die mit denen von Hochgeschwindigkeitszügen konkurrieren, beschränken oder sogar einstellen. Als beispielsweise eine Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Chengdu und Jian eröffnet wurde, reduzierten die führenden Fluggesellschaften, die diese Strecke bedienten, die täglichen Flüge zwischen den Zielen von mehreren Dutzend auf 2 oder 3 pro Tag. Offensichtlich sind Flugreisen in China nicht der billigste oder bequemste Weg, um dorthin zu gelangen, wo man hin muss. Aber was bringt es noch, ein so ausgedehntes Hochgeschwindigkeitszugnetz aufzubauen? Wie wäre es mit der Tatsache, dass die Baukosten in China viel niedriger sind als im Rest der Welt? Überzeug dich selbst. Die meisten europäischen Länder müssen etwa 15 bis 23 Millionen Euro ausgeben, um einen Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecke zu bauen. In den USA sind die Baukosten sogar noch höher, ungefähr 33 Millionen Euro pro Kilometer. Gleichzeitig gibt China nur umgerechnet 10 bis 12 Millionen Euro für 1 Kilometer Eisenbahn aus. Das erklärt wahrscheinlich, warum es in China so viele Hochgeschwindigkeitszüge gibt, im Rest der Welt zusammen. Aber wie schafft es China, die Kosten im Vergleich zu den USA und Europa so niedrig zu halten? Nun, die Gehälter in China sind bedeutend niedriger als im Westen, was bedeutet, dass weniger Geld an Bauarbeiter geht. Außerdem werden Hochgeschwindigkeitsbahnen mithilfe lokaler Materialien gebaut. Und das spart nicht nur Geld, sondern unterstützt auch die regionale Wirtschaft. Das Wichtigste ist jedoch, dass alle Bahnteile, wie Gleise und Böschungen, standardisiert sind. Dies bedeutet, dass die Hersteller einfach Copy und Paste drücken können, um das nächste Brückenteil zu erstellen, was, wie du dir denken kannst, die Kosten erheblich senkt.
Auf den chinesischen Hochgeschwindigkeitsstrecken gibt es außerdem viele Viadukte. Obwohl sie teuer sind, schonen sie das Ackerland und helfen Zügen darüber hinaus, über Flüsse zu kommen. Darüber hinaus gibt es einen Trick, der ihre Herstellung billiger macht. Ja, es ist nochmal das Ding mit der Standardisierung. Was ich damit meine, ist, dass du wahrscheinlich keine atemberaubende Vielfalt verschiedener Viaduktdesigns sehen wirst. Außerdem sind Brückenträger entweder 24 Meter oder 32 Meter lang. Und es stehen keine anderen Optionen zur Verfügung. Übrigens werden all diese Balken in Übergangsfabriken entlang der zukünftigen Strecke produziert, sodass es nicht erforderlich ist, sie über Entfernungen von mehr als 8 Kilometer zu transportieren. Und es sieht nicht so aus, als würde China so bald aufhören, sein Schienensystem zu verbessern. Tatsächlich wird das Hochgeschwindigkeitsnetz des Landes sich bald unter Wasser bewegen. In der nahen Zukunft beginnt man dort mit dem Bau einer 77 Kilometer langen Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Zhoushan, einer Inselstadt an der chinesischen Ostküste, und Ningbo, einer Hafenstadt südlich von Shanghai. Diese Eisenbahnverbindung wird einen 16 Kilometer langen Tunnel umfassen, der unter dem Meer verläuft, den ersten Unterwasser-Hochgeschwindigkeitszugtunnel Chinas. Die Reisezeit zwischen den Städten wird von 4,5 Stunden mit dem Bus oder 2,5 Stunden mit dem Auto auf eine komfortable 80-minütige Fahrt mit dem Schnellzug verkürzt. Die Geschwindigkeit dieser Züge erreicht 249 Kilometer pro Stunde, was langsamer ist als einige andere Hochgeschwindigkeitszüge, aber immerhin. Und das ist noch nicht alles. China hat noch erstaunlichere Pläne. Man will ein ausgedehntes Hochgeschwindigkeitsbahnsystem, das über 80% aller Städte mit mehr als 1 Million Einwohnern miteinander verbindet. Das bedeutet, dieses Netz könnte kolossale 30.000 Kilometer Länge erreichen. Zum Vergleich, der Erdumfang beträgt 40.000 Kilometer. Und nicht zuletzt hat China nicht nur das größte Hochgeschwindigkeitszugnetz der Welt, sondern auch den schnellsten Zug der Welt. Der Transrapid Shanghai verkehrt zwischen Flughafen Shanghai Pudong International und Longyang Road Station, wo Passagiere in die Metrolinie 2 in die Innenstadt umsteigen können. Die Höchstgeschwindigkeit des Zuges liegt bei atemberaubenden 431 Kilometer pro Stunde. Die Fahrzeit beträgt also nur 8 Minuten. Um zum oder vom Flughafen zu gelangen, nehmen die meisten Passagiere jedoch immer noch am liebsten die U-Bahn, da sie eine viel billigere Alternative zum Transrapid darstellt. Aber hey, wenn Zeit Geld ist, wäre ich wahrscheinlich bereit, für die Bequemlichkeit zu bezahlen. Und wie cool wäre es, aus dem Fenster zu schauen, während man mit Höchstgeschwindigkeit dahin zischt? Da muss man das wohl verschwommen mögen. Bist du schon mal mit einem Hochgeschwindigkeitszug gefahren? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video einen Daumen hoch und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen. Hier sind noch mehr coole Videos von der Sonnenseite des Lebens, die du dir ansehen kannst.